Hi, ich heiße Patrick und möchte euch heute zeigen, wie ich meine Gesangskabine gebaut habe fürs Zimmer. Ich habe überall gesucht nach vielen, vielen Ideen im Internet, leider nicht das passende gefunden. Ich habe versucht, eine eigene Kabine zu bauen, die sowohl stabil ist, als auch den erwünschten Effekt mit sich bringt, dass ich bei den Aufnahmen klare Töne habe, ohne doofe Störgeräusche. Also, auf geht's! Was benötigt ihr für eure selbstgebaute Gesangskabine? Natürlich Holz erstmal. Ich habe hier USB-Platten genommen mit der Länge 1,80. Leider sind die nicht länger, deswegen habe ich mir noch ein bisschen Zuschnitt zuschneiden lassen, um sie auf 1,90 Meter zu verlängern. Natürlich, wenn ihr klein seid oder kleine Sänger habt, reicht vielleicht auch ein 1,80 Holz. Ansonsten haben wir hier 12 Scharniere. Wir haben Holzverbinder für die Verlängerung. Dann Montagekleber, wie auch Leim, ein Bohrer, Spacksschrauben, Farben für die Gestaltung außerhalb, dann noch Filzgleiter, die man ins Holz reinrammt und natürlich, was nicht fehlen darf, die Schaumstoffplatten. Die sind leider hier nicht auf dem Bild, aber jetzt. So, wie geht's los? Das zeige ich euch. Als erstes macht ihr Markierungen, wo nun das lange Brett mit dem kurzen Brett verbunden wird, um die Länge 1,90 zu bekommen. So, auf Höhe der Markierungen bohren wir zentral oben in das Holz. So, habt ihr das fertig, macht ihr das natürlich auch mit den großen Platten. Und dann nehmt ihr eure beiden Hölzer, das kurze und das lange, und befüllt die Löcher mit Leim, Holzleim, damit die Holzstifte gut passen. Jetzt haben wir eine 1,90 hohe Wand. Das Ganze macht ihr natürlich 5-mal, damit ihr 5 Wände habt. Jetzt, nachdem die Platten ihre richtige Länge haben, werden sie angemalt. Ich habe sie dafür nebeneinander gelegt, um einfach alles flächiger und schneller zu gestalten. So, ich habe meine Bretter zum Teil jetzt in Gelb angemalt. Das könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Ich werde auch noch einige Logos draufpacken, damit es ein wenig schicker ausschaut. Aber wie gesagt, an sich kann das auch holzfarben bleiben. Wie ihr mögt, je nach Geschmack. Und das sind hier die zwei anderen Holzbretter, die ich in einer anderen Farbe. So, hier nun das Ergebnis einer kreativen Aktion einer sehr guten Freundin. Jetzt kommt noch Klarlack drüber und dann geht's weiter mit der Bauerei. Bevor wir nun die Platten umdrehen, stecken wir die Filzgleiter an die Unterseite der Platten, so damit sie besser beweglich sind und nicht den Holzboden angreifen. Die Filzgleiter sind nun an der Unterseite der Platte befestigt. Jetzt werden die Platten verkehrt herum auf den Boden gelegt, die Scharniere bereitgelegt. Ich habe mir gedacht, dass ich ein wenig Montagekleber unter die Scharniere klebe, damit sie flächiger kleben und die Schrauben nicht so schnell ausreißen. Dies machen wir nun 3-mal pro Doppelplatte. Mit etwas breiteren Scharnieren sollte es halten. Es ist geschafft, nun sind die Bretter durch die Scharniere verbunden. Jetzt geht es weiter mit den Schaumstoffplatten, die wir mit Nägeln an die USB-Platten rannageln. Die Schaumstoffplatten sind nun fest an den USB-Platten genagelt. Jetzt geht es darum, diese große Wand anzuheben. Ein kleiner Tipp, macht es nicht alleine, es kann tatsächlich gut sein, dass die Scharniere aus
der Platte brechen und das wäre natürlich ärgerlich. Also, hoch damit. Die Konstruktion steht und jetzt geht es um den Ausbau des Inneren. Ich habe die Konstruktion so hingestellt, dass sie an der Wand anliegt, so dass ich nun das Innere dementsprechend auskleiden muss mit Schaumstoff. Das kann ich nämlich viel besser machen, wenn die Deckenkonstruktion hält, also das Dach an sich. Das habe ich schon montiert aus zwei USB-Platten und habe diese mit Winkeln an den unteren Seitenplatten befestigt. Bei meiner Konstruktion gibt es auch noch eine Besonderheit, das müsste aber jeder für sich entscheiden. Ich habe nämlich die Gesangskabine direkt an einem Schrank gebaut, sodass ich eine Platte weniger brauche, um mehr Raum zu gewinnen. So, die Deckenkonstruktion hält, jetzt geht es um die Auskleidung des Raumes. Es ist vollbracht, die gesamte Kabine ist ausgekleidet mit Schaumstoff. Nun geht es darum, das Equipment reinzubekommen. Die Gesangskabine ist nun fertig ausgestattet mit dem Equipment, einer kleinen Lampe und allem, was man für eine Aufnahme benötigt, ist sie nun bereit. Ich habe unten einen kleinen Teppich hingelegt, ist einfach entspannter für den Sänger, also bietet auch ein wenig mehr Komfort. So meine Lieben, ich bin fertig mit meiner Gesangskabine, bin sehr froh, dass sie so gelungen ist, wie sie gelungen ist. Während der Fertigungsarbeiten sind natürlich einige Probleme aufgetreten. Da muss man einfach sehr kreativ rangehen und gucken, dass man das, was vielleicht nicht so gut klappt, irgendwie ausbessert. Aber im Endeffekt bin ich sehr glücklich, dass ich diese Gesangskabine gebaut habe und bin gespannt auf die ersten Aufnahmen. Wir sehen uns. Bis dann.